Eigentlich hätten wir nicht vorgehabt, in dieser Woche für euch noch ein Transfervideo zu produzieren rund um den VfB Stuttgart, aber in den letzten 24 Stunden haben sich Dinge ergeben, Ereignisse überschlagen, die uns gar keine andere Möglichkeit lassen. Am Dienstagabend gab es eine erste Kontaktaufnahme, am Mittwochvormittag wurde es intensiviert und am Mittwochabend sickerte dann endgültig durch, der VfB Stuttgart wird seinen Kapitän verlieren. Wataru Endo wechselt zu Liverpool FC, ja, Jürgen Klopp und Jörg Schmadtke, der dort für die Transferaktivitäten zuständig ist. Ja, Jörg Schmadtke ist dort für die Transferaktivitäten zuständig. Die haben sich an den VfB-Kapitän erinnert und suchen ja schon länger einen Ersatz im zentralen Mittelfeld für Fabinho beispielsweise, der gewechselt ist. Und das wird Wataru Endo werden. Der 30-Jährige wiederum, VfB-Kapitän und Kapitän der japanischen Nationalmannschaft, für den geht eine Lebensraum in Erfüllung. Der hat schon immer gesagt und auch nie einen Hehl draus gemacht. Er möchte nach England wechseln, irgendwann. Jetzt kommt nicht nur ein Angebot irgendeines englischen Erstligisten, nein, es ist Liverpool FC, es ist Anfield Road, es ist also die Möglichkeit, vom VfB-Legendo, einer Legende des Vereins, zu einer Legende in ganz Asien zu werden. Denn ein Nationalmannschaftskapitän, der in Liverpool das Mittelfeld orchestriert, das gab es so eben auch noch nie. Deswegen hat der VfB, auch weil Endo eben so ein verdienter Spieler ist, ihm gar keine Steine in den Weg gelegt, sondern man hat jetzt einfach versucht, in den letzten Stunden eine Lösung zu finden, die für alle Seiten adäquat ist. Das ist seitens Liverpool mit dem Spieler passiert, aber auch Liverpool und der VfB haben sich geeinigt. Nach unseren Informationen wird eine Sockelablöse von 20 Millionen Euro fällig. Da können noch Boni dazukommen, die sind auch relativ leicht zu erreichen. Da geht es also um Einsätze, Spielminuten. Diese Ablöse kann dann auf über 22 Millionen Euro steigen und das ist ganz schön ordentlich für einen 30-Jährigen, der nur noch ein Jahr Vertrag hatte beim VfB. Die Stuttgarter haben versucht, in Person von Alex Werle, dem Vorstandsvorsitzenden, und Fabian Wohlgemuth, dem Sportchef, in den letzten Wochen Endo zu überzeugen, dass er den Vertrag verlängert, denn man weiß ja um seine Bedeutung hier. Aber der Japaner hat alles abgeblockt und jetzt ist eben auch klar, warum. Weil er sich erhofft hatte, dass da noch was um die Ecke kommt und das ist jetzt eben passiert. Wahrscheinlich wird vor dem Wochenende noch Vollzug gemeldet. Am Freitagmorgen wahrscheinlich wird es soweit sein, dass über die Kanäle läuft, dass Endo neuer Liverpool-Spieler ist. Jetzt ist der Wechsel und die monetäre Seite das eine. Aber dem VfB wird, wie gesagt, sein Herzstück rausgerissen. Der Spieler hat eine viel größere Bedeutung für den Club. Trainer Sebastian Hoeneß sagte unlängst, er ist unser Gesicht, er ist ein Krieger, er ist einfach der VfB Stuttgart. Und für die Fans hat er natürlich nicht zuletzt seit seinem Tor zum Klassenerhalt gegen Köln eine Bedeutung, eine Identifikationsfigur ist das, die man nicht so einfach ersetzt bekommt. Das wird jetzt eine schwere Aufgabe für Fabian Wohlgemuth, den Sportchef. Der muss Ersatz suchen, der möglichst schnell hier aufschlägt. Und Sebastian Hoeneß, der ist schon am Samstag gegen Bochum gefordert, sich etwas einfallen zu lassen, denn Wataru Endo wird kein Spiel mehr für den VfB Stuttgart machen. Es wäre sein 100. gewesen am Wochenende. 100 Spiele in der Bundesliga für den VfB Stuttgart, das wäre die Hausnummer gewesen. Am 13. August 2019 kam Endo einst hier zum VfB Stuttgart und wurde dann erst zum Stammspieler und dann zum Kapitän. Das ist die große Personalie, die auf dem Transfermarkt ein Thema ist. Die zweite ist Konstantinos Mavropanos. Der hat seinen Status eingebüßt in der Innenverteidigung. Dan Axel Zagadou hat ihn unlängst überholt, hat sich vor ihm geschoben, vorbeigeschoben in der Hackordnung. Wird auch mit Waldemar Anton am Wochenende in der Innenverteidigung starten. Mavropanos wiederum, der kokettiert schon länger mit einem Wechsel, will unbedingt international spielen und hat jetzt einen Verein gefunden, der ihm das ermöglicht. Das ist West Ham United, ein Club aus dem Londoner East End, 14. der letzten Premier League-Saison, aber Europa League-Teilnehmer und dadurch eben internationale Spiele. Die Engländer bieten noch nicht das, was der VfB will. Der VfB will 18 bis 20 Millionen Euro. Die wird er wohl auch bekommen, denn die Verhandlungen sind ja auf die Zielgerade eingebogen. Aber da wird es wohl noch ein bisschen länger dauern als bei Endo. Anfang nächster Woche erwarten wir eine Einigung aller Parteien und auch da wird dann Vollzug vermeldet. Und auch bei Mavropanos gilt, diesen Qualitätsverlust, den muss der VfB auffangen. Es wird also nachjustiert werden müssen. Es wird nochmal Aktivitäten geben des Clubs auf dem Transfermarkt, um mit dem Geld, mit den Einnahmen möglichst auch nicht nur für Endo, sondern auch für Mavropanos einen Ersatz zu finden. Alles, was ihr
in der Zwischenzeit wissen müsst rund um die Transferaktivitäten des VfB Stuttgart, das erfahrt ihr natürlich bei uns in unserem VfB-Transfer-Ticker. Den kriegt ihr in der App, den kriegt ihr aber auch auf Stuttgarter Zeitung und stuttgarternachrichten.de. Und ihr könnt euch sicher sein, wenn es was Neues, Aktuelles zu entwickeln, zu berichten gibt, dann könnt ihr es da lesen.